Hallo allerseits. Der letzte Freitag des Monats ist gekommen. Es ist also wieder Feature Friday. In diesem Feature Friday werde ich näher auf die verschiedenen Biegerichtlinien eingehen. Sobald Sie ein Angebot anfordern, wird die Machbarkeit der Kannteile anhand von sechs verschiedenen Aspekten kontrolliert. In diesem Video werde ich näher auf die verschiedenen Richtlinien eingehen. In jedem Kapitel werde ich eine Richtlinie erläutern, damit Sie ein relevantes Thema leicht finden können. Mindestschenkellänge. In diesem Video beginne ich mit der Mindestschenkellänge. Um eine Biegung durchführen zu können, wird die Platte mit einem Stempel in eine sogenannte Matrize gedrückt. Diese Matrize hat eine bestimmte Breite. Diese Breite hängt von der Dicke der Platte, der Art des Materials und dem Winkel der zu biegenden Kante ab. Um die Biegung durchführen zu können, muss die Platte an beiden Seiten der Matrize immer gut aufliegen. Dadurch entsteht die Mindestschenkellänge, die in den Tabellen auf der Website angegeben ist. Minimales X-Maß bei der Z-Kantung. Wenn zwei Biegelinien nebeneinander liegen und beide in eine andere Richtung gekantet werden, spricht man von einer Z-Kantung. Um eine Z-Kantung vornehmen zu können, müssen wir den Mindestabstand zwischen der ersten und zweiten Biegelinie einer Z-Kantung berücksichtigen. Dadurch vermeiden wir eine Kollision des Werkstücks mit der Matrize. In der Tabelle auf der Website Biegerichtlinien finden Sie die Mindestmaße für die Z-Kantung. Mindestabstand zwischen zwei Biegelinien. Um mehrere Biegungen nebeneinander vornehmen zu können, ist es wichtig, dass das Werkstück bei jeder Biegung richtig auf der Matrize aufliegt. Liegt das Werkstück nicht komplett auf, so rutscht es in die Matrize und die Biegung kann nicht realisiert werden. Minimaler, maximaler Biegewinkel. Um eine Biegung an einem Werkstück durchführen zu können, wird die Platte mit einem Stempel in eine V-förmige Matrize gedrückt. Der Biegewinkel wird reduziert, indem die Platte tiefer in die Matrize gedrückt wird. Die V-förmige Matrize hat einen Winkel von 30 Grad, aber dieser Winkel wird nie erreicht, da die Platte immer um ca. 7 Grad zurückfedert. Folglich beträgt der maximale Biegewinkel für dünnere Platten bis zu 4 mm 37 Grad. Bei dickeren Platten beträgt der maximale Biegewinkel 67 Grad. Schließlich müssen wir auch die Länge des zu kantenden Werkstücks berücksichtigen. Wenn diese länger als 58 mm ist, kann die Biegung maximal bis zu 70 Grad erfolgen, um zu verhindern, dass der umschlossene Teil den Unterbalken der Abkantpresse berührt. Mindestabstand zwischen Loch und Biegelinie. Um die gewünschte Qualität liefern und Produkte innerhalb der Toleranzwerte herstellen zu können, dürfen keine Löcher oder Schlitze innerhalb der Mindestschenkellänge liegen. Diese Mindestschenkellänge finden Sie in den Biegerichtlinien. Löcher bis zu 5 mm werden innerhalb der Mindestschenkellänge toleriert, wobei zu beachten ist, dass die Gesamtlänge der Löcher oder Schlitze niemals 10% der Länge der jeweiligen Biegung überschreiten darf. U-Profil. Ein U-Profil kann hergestellt werden, wenn es beim Biegen nicht mit dem Werkzeug oder der Maschine in Kontakt kommt. Auch die Wahl des Werkzeugs ist wichtig, um eine Überlastung zu vermeiden. 24/7 Taylor Steel verwendet Spezialwerkzeuge zum Biegen von U-Profilen. Stahl und Aluminium bis zu 6 mm oder Edelstahl bis zu 5 mm werden mit einem sogenannten D10-Stempel gekantet. Alle dickeren Materialien müssen mit einem geraden R10-Stempel gekantet werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Ein Querschnitt dieser Stempel befindet sich in den Anlieferbedingungen. Damit kann die Machbarkeit eines U-Profils geprüft werden.